Meine lieben Geisterfreunde, Friedhofsfreunde, wir sind, das ist alles ganz schrecklich. Das ist, wir haben ja letztes Mal richtig gewütet und, wie sagen, ich soll den PKE-Mail aufsetzen, aber irgendwie will ich das gar nicht. Weil das Ding macht so tierisch langsam, ne? Das ist irgendwie. Ätzender Schleim, ja, Schleim haben wir genug gehabt in diesem Spiel. Schleimer, we are the Schleimer. Ray? Was machen wir? Machst erstmal hier ein bisschen Feuer. Haut zu Feuer, ist ein bisschen Platz hier. Ich muss mir Platz schaffen. Liebe Leute, ich brauche Platz. Ich muss mich ausbreiten. Das Spiel macht mich langsam verrückt. Oh, komm mal durch. Das ist, ja, entlüften. Ich weiß, entlüften, aber ich bin gerade ein bisschen, sagen wir mal, angespannt. Normalerweise verfalle ich in die amerikanischen Akzent, wenn ich Angst habe. Oder ich singe. Aha. When the moon is so right, like a big pizza pie, that's amore. Okay. Raymond, wo müssen wir jetzt lang? Wir müssen irgendwie jetzt hier durchkommen. PKE-Mädel verwenden, wir verwenden. Ich habe auch fast gar keine Angst, liebe Freunde. Was auch gut ist, wo müsste ich singen, das wäre fatal. Moment, ich muss ganz kurz ein bisschen abfackeln. PKE-Mädel verwenden. Was soll ich denn verkacken? PKE-Mädel, das ist... Mein Gott, wir stehen genau vor einem Grabstein. Das ist very schrecklich, liebe Leute. Okay, der gute Ray steht da vorne. Alter, aber du bist voll am Piepsen, Alter. Ey, ich hab gesagt, ich brauch Platz. Ich muss mich braten aus. Aber wo müssen wir jetzt hin? Peter steht also ganz dumm rum, guckt in die Richtung. Naja, ich entlüfte schon. Aber wo müssen wir hin, Vergar, verdammte Scheiße. Okay, ich nehme die PKE-Meter. Aber... Okay, da geht's höher, da geht's noch höher. Müssen wir hier rein? Oh, das ist aber bloß ein kleines Mäuerchen. Kommst du denn her, Alter? Oh, jetzt geht's Licht aus. Ja? Ja, pass mal auf, hier nicht. Ja, dann, ja, kannst du sonst wo entschieben. Ich will, ganz oben. Pass mal auf, Alter, ganz oben. Ich habe jetzt hier ganz andere Sorgen. Wo sind sie hin? Da kommen sie. Wer kommt da? Wo kommt einer? Oh Mann, das brennt. Das brennt, das ist gut, dass es brennt. Das ist besser als... Dann fühlst du wenigstens sowas, dann lebst du noch, ne? Aber die sehen schon echt cool aus, die Jungs, muss man schon sagen, ne? Ganz oben. Falle? Haben wir eine Falle? Ray, Falle. Ray, das war Falle. Pittsburgh zu spüren. Ja, ich will eine Falle. Ich brauche nicht Pittsburgh, ich brauche eine Falle. Okay, das heißt, Moment, Falle. So, jetzt haben wir eine Falle. Wo ist der Typ jetzt hin? Pass mal auf, Kollege, du kommst mal ganz kurz mit. Bitte sehr. Lauf, ich habe jetzt hier einen Geist an der Angel. Ich will jetzt hier einen Geist fangen und nicht laufen. Komm. Wem hast du es besorgt? Ja, von wegen, ich bin noch dabei, Kollege. Hier, okay. Aus dem Weg da. Okay, dann habe ich direkt reingesteuert. Über dir. Ja, über mir. Pass mal auf, hier über mir ist alles voll. Pass mal auf, alles. Der ganze Trupp von der Sorte. Oh Gott, wie viele sind das? Gib ihm volle Kanne. Ja, was meinst du, was ich hier mache? Ich spiele ein Sandkastenspiel oder was? Ey, unglaublich. Boah, wo, Freunde? Sieh nach hinten. Ja, nach hinten. Wo soll ich denn sonst überall hingucken? Ich habe nur zwei Augen, Mensch. Okay,
Okay, pass mal, hab ich den. Oh, ist okay, ich hab Ray, dich. Ray, Ray, schnell, Ray, hol mich! Könnte Ärger bedeuten. Hol mich! Jetzt reinholen. Ja, reinholen. Messner, wissen wir, ob wir hier sind. Danke, das ist schön reinballern. So, dann haben wir dann, komm, rein. Wuppdiwappdi, entlüften, der Nächste. Wo ist der Nächste? Heckenpenner, ja, komm mal her, du kleiner Strichmatrose. Boah, der schleudert hier aber jetzt. Den hab ich auch. Komm hier, schön, Kollege. Zim, zam. Zim. Los, rein da. Das hat wehgetan. Komm. Wem hast du es besorgt? Noch nicht, ich bin noch dran. So, jetzt rein. Oh, wieso ist denn der wieder raus? Komm, jetzt. Willst du gleich Hilfe? Ja, hätte ich ganz gerne, weil ich krieg diesen verdammten Penner hier nicht da rein. Komm, hier, schleuder mal noch ein bisschen bumm-dumm. Okay, ich habe ihn direkt reingeschleudert, das ist cool. Nehmen wir jetzt den noch. Klappern hier vorbei. Kabumm, Loser. Hey, hier, na los. Ich muss erst meine Falle wiederholen. Boah, Freunde. Das ist... Wo ist Ray jetzt hin? Ah, hier ist der Mauermann ist hier durchgekommen. Na hallo auch. Ray, seid ihr Jungs okay? Mann, auf diesem Friedhof ist aber auch nichts tot. Danke fürs Mitmachen bei der Party. Party. Wir werfen uns alles entgegen, was sie haben, nur damit wir das Mausoleum nicht erreichen. Weiter komme ich nicht. Ihr Jungs müsst mir einen Weg freiräumen. Ray, die Werte sind extrem instabil. Energie aus dem Mandala und den geflohenen Geistern baut sich zu einem Siedepunkt auf. Wir haben nicht viel Zeit. Egon, hol mich hier raus! Peter! Egon! Und was jetzt? Sind das alles Knochen? Köppe? Achte auf dein Ziel! Können wir nicht durch? Wir müssen doch irgendwie hier durch. Ja, Freunde, was steht ihr hier rum wie angewurzelt? Was soll ich jetzt wieder machen, ne? Irgendwas ist los? Das ist hier alles voller Schleim. Wir müssen ein bisschen putzen. Ich bin ja ein sauberer Cleaner geworden in diesem Spiel, ne? Kommen wir die Totenköpfe können wir nicht wegkühlen. Ja, entlüften. Okay. Alles noch voll Schleim. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen schnell wackel, Freunde, aber irgendwie, ne? Entlüften. Ja, Freunde, wie kommen wir jetzt hier durch? Ah, ist das wieder so ein Ding? Können wir das wieder mit dem Schleimschnapper runterziehen? Pass mal auf, machen wir mal. Probieren wir mal. Das geht nicht. Das Tor. Geht auch nicht. Ja, wie kommen wir jetzt hier raus, Freunde? Helft mir! Egon! Ich weiß nicht, was ich machen muss. Jetzt auf einmal geht's doch. Ja, das ist gut. Danke. Weiter geht's. Okay. Ja, ich habe da zwischen 1000 Mal draufgeschossen oder nicht? Habe ich da was falsch gemacht? Ich bin mal wieder auf meinen roten. Das ist doch mein Lieblingswaffe. Ja, gut, dass ihr alles mich machen lasst, Freunde, ne? Okay, ich schätze, wir gehen rein. Und zwar bekommen eine Wahl. Was war das? Hallo? Mein Name ist Beacon 45 und ich bin schwer bewaffnet. Mann, die Gräber, die hier nach oben durchdrücken, haben hier echt für Chaos gesorgt. Waterpack muss der Parkbehörde der Stadt wohl eine Menge erklären. Das heißt, falls wir die Apokalypse verhindern können. Na, falls Waterpack da noch existiert. Weil wenn es nach mir geht, wird der Typ nicht mehr existieren. Das ist aber amtlich. Weil, oder stimmen ein paar Särge. Alter, hast du mich gerade vollgeschleimt? Pass mal auf, Ray. PKI mit der Vorbild. Oh, ein Artefakt. Ein Artefakt.
artifact, artifact. A artifact. We are looking for an artifact. Da geht's nicht weiter. Wo ist mein artifact? I want my artifact. Well, 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 well. Toll, wir können noch einen in den Turm hineintragen. Okay, ich glaube, ich habe meinen Artefakt nicht gekriegt, ne? Vermute ich mal. Ich weiß es nicht, ich habe es jetzt nicht gesehen. Und geht weg, lass mich in Ruhe, ich will nach Hause. Nichts wie raus hier! Ja, nichts wie raus hier, du bist lustig. Jetzt greifen die Särge auch noch an, Kollege. Und diese Grabsteine sind echt bitter. Die sind so ähnlich wie bei Alice im Wunderland die Teekannen. Hey Mann, sind das viele! Habe ich jetzt immer noch ein Artefakt? Oh, ne, oh! Nicht hierhin! Ich glaube, bei den Grabdingern, das ist das Grün, glaube ich, besser, ne? Ja, ich glaube, das Grün ist bei den Grabteilen, das ist echt cooler. Okay, das ist ein Artefakt, das bin ich jetzt aktuell nicht. Aus dem Weg da! Aus dem Weg da, pass mal auf! Da ist ein ganzer Trupp von der Sorte. Ja, was meinst du, was ich hier mache? Bin in die Blumen am Gießen oder was? Der ist unglaublich, ey. Oh, Entschuldigung, Peter. Ist. Ach, du grüne Kacke. Ich sehe nichts. Solide Vaporisierung. Freunde, ich sehe überhaupt nichts. Kommt da noch mehr? Mach einen Scan, ja? Ich will mein Artefakt. Da finde ich kein Artefakt. Hier finde ich hier mein Artefakt. I wanna be my artefakt. Bist du mein Artefakt? I don't know. Bist du mein Artefakt? Ich hab, komm, scheiß aufs Artefakt. Okay, dann müssen wir mal ganz kurz hier wechseln. Ich sagte wechseln. Beseitige diese Wurzeln. Ja, was meinst du, was ich hier mache, Alter? Du bist auch ein bisschen... Du bist nicht der cleverste heute, Ray. Ja, na gut, hat er vielleicht einen schlechten Tag, das kann jedem passieren, ne? Wir beseitigen die Wurzeln, mussten erst entluften. Alter, kann das sein? Ey, wie war das immer? Gleiches Team, Kollege! Von wegen, ne? Ich glaube, die kriegen wir nicht mehr, aber vielleicht kommen wir ja trotzdem durch. Alter, du schießt mir dauernd in den Arsch! Was soll denn der Kack hier? Ich bin auf deiner Seite, Kollege! Ray? Gleich werde ich böse. Hey, aufpassen! Ja, du bist ein verdammter Batman und schießt mir permanent in den Arsch. Das ist unglaublich. Das ist hier Dracula. Dracula. Okay, ich glaube, hier kommen wir nicht raus. Is I'm rumble. Mein Pet is very, very unrumble. Cool. Du wolltest mich gerade echt angreifen, ne? Kollege. Vorsicht vor diesen Särgen. Die sind nicht alle leer. Ja, ich hab's gemerkt. Ich hab's gemerkt. Halt mit dem Schlauch drauf, Kumpel. Ja, was meinst du, was ich hier mache? Pinkeln geht anders. Okay, dann. Schleimzeit! Schleimzeit, genau. Das ist, die blauen, die sind ganz gut mit dem Schleim. Müssen wir das kurz dicht machen? Schleim ihn so richtig ein. Ja, was meinst du hier mache? Ich meine, ich bin aber auch noch nie anders. Das habe ich übrigens nicht gesagt, aber der geht mir langsam so auf den Piss, der gute Raymond. Was auch immer das bringen mag. Los, zurück an die Oberfläche. Okay. Also, das muss ich mich entschuldigen, das ist mir so rausgerutscht, Freunde. Aber ich bin gerade ziemlich unter Strom. Vielleicht sollte ich doch besser singen. Well, watch the sunrise on a troll. Oh, da singt schon einer von mir. Ach Gott, oh Gott. Hey, Kumpel! Wir haben alles versucht. Das Metall ist psychonisch aufgeladen und dadurch nahezu unzerstörbar. Eine so extreme Situation könnte es vielleicht beschädigen, aber ich glaube nicht, dass wir es mit unseren Mitteln ankratzen können. Und was ist unser Plan? Ray, ihr beide seht dort nach.
Ich glaube, ich habe hier was Merkwürdiges. Was meinst du dazu? Ein unzerstörbares Tor an einem beschädigten Rahmen. Ein paar dicke Treffer und die Scharniere könnten sich lösen. Okay. Also, meine Freunde. Auf 12 Uhr hoch. Ah, Freunde! Sie sind zu gut geschützt. Unsere Energiestrahlen beschädigen sie nicht. Okay. Peter, gib einem einen Tritt! Wir können nur versuchen, am Leben zu bleiben und sie vom Ecto fernzuhalten. Okay, wir machen das. Da stimme ich dir absolut zu, Ray. Genauer gesagt. Hilf ist auf dem Weg. Ich erinnere mich an diese Szene, die ist wirklich grausam. Ich habe die beim ersten Mal auch, glaube ich, ich musste 10 verschiedene Versuche machen. Mann, ich gehe wieder zur Sonntagsschule. Aha. Moment. Zim. Zim. Okay. Okay, das ist, glaube ich, eine ganz gute... jetzt kommen diese verdammten Scheißviecher in der Ordnung an. Ich erinnere mich, das ist, lieber, das ist ganz, ganz finster. Das ist, ich bin schon wieder tot. Ray. Ich würde gerne helfen. Schleim schnappen, genau. Liebe Leute, wir müssen Schleim schnappen, aber das ist in der nächsten Folge. Das werden wir leider jetzt öfter sehen müssen, denn das Ding ist wirklich richtig hardcore und ich habe auch noch nicht genau gefunden, wie man das jetzt wirklich komplett richtig eliminiert. Ich bin da irgendwann durchgekommen, aber das hat gedauert. Wir gucken in der nächsten Folge. Ja, was meinst du, was ich bin? Ich bin out of order. Hier Mission fehlgeschlagen, Ray. Da steht's. Ich kann da leider nichts mehr für dich tun. Die Leute haben so eine Abhängerin vorhin. Halt, ich war gerade. Ciao, sagt euer Spielkind. 45. Mission fehlgeschlagen.